So, guten Morgen, willkommen zu einem neuen Projekt, weil sich Delfino gewünscht hat. Wieder irgendein Scheißspiel. Von Delfino, das muss scheiße sein. Ja, ist zum Beispiel schon mal total scheiße, dass die Maximalauflösung... Oder geht die jetzt inzwischen höher? Nein. Ich kann es zwar außerhalb des Spiels einstellen, dass es noch höher geht, aber da bleibt der Bildschirm toll schwarz. Egal, Karl, wir spielen natürlich wieder auf ganz einfach. Das ist hier total Mayhem. Mayhem, wie auch immer. Mayhem! Ha. Und halt, ich habe noch was vergessen. Ich kenne mich voll aus. Kann hier auch einen Biker auswählen. Keine Ahnung, ich spiele das Spiel mal wieder blind. Ja, mit verschiedenen Werten wie Speed, Shield, Hull. Und ja, sehr schnell, aber hält nichts aus. Das ist. Oh, überlegt, ob ich den nehme, ne? Aber der ist wegen schlank für mich. Deswegen. Ja, am besten nehme ich den, dann bin ich nämlich Instant Death, also. Ich kann auch den nehmen. Der hat recht gute Durchschnittswerte. So, wen wollte ich jetzt nehmen? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Okay, nehme ich die. Dean S. Was auch immer. Was auch immer es ist, keine Ahnung. Ist ja nur ein kleines Projekt. Laut Delfino. Wir haben hier, keine Ahnung, wie viele Level waren es? Ganz viele. Zu viele, viel zu viele. Fischi. Wir haben Fische. Fangen wir mit der ersten Mission an. Sie dachte, das Forschung nach Bäumen an den Vulkan zu plündern, wäre schlau. Aber er steht jetzt kurz vor dem Aufbruch. Und das scheint es schlauer, schnell abzuhauen. Ach, Ivo. Da geht's heiß her. Au. Vor sie verabschieden Felsbrocken und Erdstößen aus den lavagefüllten Tiefen. Schöne Schriftart. Fangen wir mit der ersten Welt an. Ja, das kennen wir schon. So, und wir haben jetzt irgendwie 15 Minuten Zeit. Und da kommt dann gleich Gegner. Natürlich, weil wir auf Total Mayhem spielen, ein wenig was aushalten. Aber ich habe ja 130 Schild und 125 Hull. Sieht man unten links, also... Oh, ich bin getroffen. Oh mein Gott, ich wurde getroffen! Da starten wir gleich nochmal neu und ich muss den Sound ein bisschen herunterdrehen. Und mal auf meinem Laptop schauen, wie ich gerade so nebenbei noch aktualisiere. Hä? Kam da nicht? Was auch immer. So, dann gehen wir auf hier. Ist ja voll einfach hier. Jetzt geht das Tor wieder zu hinter mir. Was soll denn der Dreck? Das Geschütz hat scheinbar irgendwelche Drogen genommen. Und unten rechts sieht man die Munition, die ich habe. Und hier kommen Panzer, das war... Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Ich will euch nur töten. Der ist dann tot, der Panzer. Nein, der montiert sich gleich wieder neu. So, die haben hier irgendein Power-Up. Power-Up! Wodurch mir größere Schüsse bekommen. Die treffen mich. Das soll total Mayhem sein. Gut, die halten so viel aus, ne? Ich hab's vorhin mal kurz auf normal angespielt, da haben die nicht so viel ausgehalten. Das ist Orbit-Pulsar einsammeln. Welchen Orbit-Pulsar? Ach, das Ding. Jetzt habe ich so einen kleinen drehenden Kreis, der doch irgendwas zusätzlich abschießt. Und jetzt ist mein Schild fast weg. Kann ich hier speichern? Surf Game! Na, das ist doch schon mal schön. Okay, Honky Tonk in Vulkan. Ich bin schon im Vulkan drin. Wir können uns hier auch stylisch drehen. Mir sieht übrigens sehr gut, was hier so steht. Also, es ist sehr weiß. Und deswegen speichert man. Ah, Speichern und Laden funktioniert auch gut. Haben wir das mal getestet, wollte ich ja längst mal machen. Wo kommt der her? Was will er von mir? Ich habe ihm noch nichts getan. Warte wenigstens ab, bis ich euch versucht habe zu töten, bevor ihr mich töten wollt. Ich brauche mehr Shield. Da liegen Goldbahnen oder sowas rum. Das waren doch mehr als ein Goldbahn. So, jetzt habe ich hier eine andere Waffe.
Ich habe 2 Goldbahnen. Ich habe 3 Goldbahnen. Ich habe Shield. Ja. Ich habe irgendwie keine Ahnung, was für eine Waffe. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie ich die jetzt wieder wechsle. Ihr seid voll homosexuell, wisst ihr das? Hört auf mich zu schießen. Das ist voll rassistisch. Und ich bin, was? Moment, was? Was? Was ist denn der Scheiß? Ich habe nur noch 1 Minute, wenn ich... Och nö, oder? Meine Zeit wird auf 1 Minute reduziert, wenn ich... Okay, wir speichern und laden also schon mal nicht, wie es aussieht. Was ist denn den Scheiß ausgedacht? Wozu baue ich dann eine Speichern- und Ladefunktion ein, wenn sie mir eh nichts bringt? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich sag ja, es ist Delfino hat's vorgeschlagen, das Spiel muss scheiße sein. Na geh auf. Oder muss ich da einfach durchfliegen? Ist das gar nicht so gedacht, dass man da irgendwas kaputt schießen soll? Ja, toll. Schnelles Spiel, bis gleich durch. Die Raketen sind auch so super effizient und schießen in so viele Richtungen gleichzeitig. Also jetzt meine, ne, die gegnerischen. Ich geh erstmal auf Power Level 2. Ich glaube, ich habe nicht so viele Raketen, oder? Wie viele Raketen habe ich? Oh, 0. Mhm. Das erklärt dann, warum ich keiner mehr schießen kann, festschießen kann. So, wir nehmen das Ding wieder mit. Wir nehmen wieder alles mit. Das jetzt besser ist oder schlechter als die andere Waffe, darüber diskutiere ich ein anderes Mal. Und wo sind die Goldbahnen hin? Na, keine Goldbahnen mehr für mich. Auf jeden Fall habe ich jetzt mehr Zeit und eine... Was ist das für eine Waffe? Soll das eine Art Stoßflinte sein? Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Hat auf jeden Fall schön Streuung. Streuung ist immer gut. Was haben wir da noch so? Munition. Ach, Solaris. Raketen. Unten rechts. Bleib doch mal stehen, Mensch. Das war ja voll der Ritz. Oh, ich bin gleich tot. Wow. Den muss ich natürlich vernichten, ist klar. Mit so enorm viel Schildenergie, wo ich noch habe. Ich treffe auch gerade so gut. Ich treffe den wirklich recht gut. Also, mehr oder weniger, ich bin tot. Schön. Dem Speichern und Laden, der nicht geht, jetzt habe ich wieder Level 1. Ja, natürlich. Wenigstens sind die Gegner weg und da liegt Munition. Habe ich die nicht mitgenommen oder liegen die dann wieder da? Nein. Habe ich wohl nur nicht mitgenommen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es immer wieder da liegen würde. Das ist voll gemein von dem Spiel. Aber der Gegner ist scheinbar auch tot. Oh, da liegt ja zumindest noch ein Teil meiner Ausrüstung. Ja, geht's jetzt mal abwärts? Abwärts. Gibt's ja auch sowas wie eine Map? Keine Ahnung. Nein. Abgelehnt. Verpiss dich. Vollhahn. Ist tot. Wie ist das? Positionsactivated? Was ist? Sind so eine Art Monster-Spawner? Ich sag nicht solches Zeug. Och, was ist das denn jetzt Lustiges? In welches Spiel erinnert mich das nur? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe 226 Shield. Jetzt habe ich nur noch 108. Ich habe keine Ahnung, welches Spiel mich das erinnert. Hier fallen Steine runter. Was ist das denn wieder hier? Amerikanische Blockhütten, ja. Scheiße hoch 10. Vorsicht vor herabstürzenden Felsen. Ich glaube, da stürzen Felsen ab. Herab. Bringt mir das irgendwas, wenn ich die hier alle töte? Oh, es bringt mir das Raketen oder? Irgendwas, keine Ahnung, was jetzt das war, aber. Ich nehme es mal mit. Ja, jetzt da rein oder wie sehe ich das?
Ja, mehr oder weniger. Ich höre schon irgendwas fliegen. Sie fliegen! Da ist noch irgendwas, das auf mich schießen mag. Ich glaube, ich habe ihn eben selbst getötet. Kann das sein? Kann man sie hier selbst töten? Auf meinem Laptop? Da glistet sich noch. Ich bin wieder hier. Sehr schön. Also. Ich habe auch Nitro. Also theoretisch habe ich Nitro. Damit kann ich schneller fliegen. Theoretisch. Also. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Sollte ich mal tun. Sagen wir mal schnell das alles wieder auf und. Steuerung ist genauso leicht beschissen wie in Descent. Schön, dass so viele sowas gemeinsam haben. Was bist du denn? Was hast du da für einen komischen Schirm? Stütz doch mal ab. Was bist du? Aber man kann die Schüsse kaputt schießen, also zumindest ein Teil. Was? Was zur Hölle? Was kriegen die denn da für Kurven? Aber schön, dass hier jede Waffe ihre eigene Munition hat. Zumindest scheint es gerade so, als wenn. Das. Jetzt stirbst du mal! Treff ich die überhaupt? Nee, ne? Sieht schlecht aus. Jetzt aber. Ach, da ist ja noch einer! Tut denn das Note, dass da mehr als einer sind? Kill with Annie. Ja, ich habe noch zwei Leben. Das wird sehr lustig. Silas, das ist Jonas so. Geht ganz schnell. Krieg ich extra Zeit? Nein. Och nö, ich habe hier Laser Level 1. Sollen Raketen sein? Wirklich? Das könnte genauso gut. Wo kommen denn die alle her, Mensch? Warum auf, ständig neu zu kommen? Muss ich irgendwas. Punkt erreichen oder? Keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Stirbst du jetzt? Fick dich! Ja, darf gleich neu starten, toll. Ganz einfach das Spiel, ja, doch. Mhm. Ich sage ja, wenn es mit Delfino ist, ist es scheiße. Die Raketen sind größer als mein Auto. Ja, geht's noch? Soll ich das denn jetzt machen? Nochmal was testen. Ne, ich verliere keine Zeit, wenn ich speichere. Scheinbar nur, wenn ich lade, oder war das vor dem Bug? Soll das so sein? Aber das macht es langsam ein bisschen. Oh, das Ding ist schon wieder da. Ich hör's doch. Stirbst du mal? Boah, toll. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Minute. Wer ist denn den Schmann ausgedacht? Kann ich ja gleich neu starten. Moment, ich habe mir gerade was anderes überlegt. Halt doch, richtig. Nicht mein Intro des Spiels, es muss scheiße sein. Wo war denn der? Nein, nein. Perfekt. Perfekt. So, nochmal. Geht ganz schnell. Ja, ja, Delfino. Was? Ich habe auch nicht mehr Schild als der. Was zur Hölle? Oder wie wird das berechnet? Oder halte ich einfach nur mehr Treffer aus? Oder. Keine Ahnung. Weiter geht's. Hau auf. Naja, warum? Geh sterben. Geh pfui, tschüss, aus, tot jetzt. Na also. Komm, her. Das
Die schießen ja. Die Raketen sind auch so total überpowered nützlich und so. Kann es gar nicht anders sagen. Fliegen vor allem so schöne Winkel und ich bin gleich schon wieder tot. Ja, super. Soll ich hier in dem Gang auch ausweichen? Hier gibt es keinen Ort, wo ich hin ausweichen könnte. Hey, jetzt ist da wieder ein Goldbahn, warum auch immer. Ich habe übrigens auch super viele Raketen noch im Angebot. Damit kann ich jetzt richtig draufheizen. Er ist tot. Ich habe einen Goldbahn. Warum kriege ich jetzt wieder Goldbahn? Wer weiß. Das weiß niemand so genau. Entwickler waren einfach betrunken, als sie das Spiel entwickelt haben. Deswegen sind die Gebäude hier auch so rund. Das ist übrigens der neue Spiel, wie man gleich sieht, ne? Also. Ich habe keine Ahnung, worum es genau hier überhaupt geht. Ich geh mal wegen auf Distanz. Alter! Komm! Der ist doch. Vorhin ist der erst nachher kommen. So, verarsche hoch 10 hier. Na, wie kann man die Türen aufmachen aus der Entfernung? Was geht denn da unten ab? Ich glaube, es geht los. Was auch immer das war. Ja, es wird ein sehr langes Let's Play werden. Also wer sich irgendwie auf ein gutes Spiel gefreut hat, der hat jetzt Pech gehabt. Der muss sich jetzt den Scheiß anschauen. Beschwert euch bei Delfino, dem Spasti. Sind die Raketen jetzt sie suchen oder nicht? Nicht so wirklich, ne? Wunderbar, ja, wunderbar. Ich finde das Spiel jetzt so schön scheiße. Kann ja nur noch beschissener werden. Wird auch nie langweilig, sie immer wieder den gleichen Level anzuschauen, ohne den minimalsten Fortschritt. Dagegen bin ich bei Decent 1, 2 ja richtig durch. Ich darf nicht mal meine Waffen aufnehmen. Schön, dass die Raketen auch irgendwie nutzlos sind. Oh, jetzt kommt der zweite auch noch, der will auch noch mitspielen, wie es aussieht. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ja. Schön. Wofür die Speicherfunktion eingebaut ist, weiß ich auch nicht, weil die ist so, wie sie jetzt ist, nutzlos. Die Raketen sind eh scheiße. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich habe wenigstens einen von den zweien tot bekommen. Wieso sind da hinten jetzt auch zwei drin? Ach nö, was soll denn der Mist jetzt? Wo kommt der zweite jetzt her? Macht überhaupt keinen Unterschied, welchen Fahrer ich nehme, wie es aussieht. Also. Hier, ich bekomme Shield und ich habe null Hull. So, wenn ich die kaputt mache, spawnt da keiner mehr, oder wie? Verstehe ich das richtig? Tolles Scheiße. Vor allem Scheiße ist es. Ich lerne daraus, niemals Delfino irgendwie zuhören, wenn er irgendwas vorschlägt, weil... Kann ich da reinfliegen? Geil, ich kann mich da drin verstecken. Das bringt mir jetzt zwar gar nichts, aber hey. Es geht ums Prinzip. Hey, du lebst ja noch. Und ich nicht mehr. Fallen übrigens Felsen runter. Wollte ich mal so erwähnt haben. Hä, wo kommst du jetzt wieder her? Was soll denn der Rassismus? Was, weil ich schwarz bin? Nein, weiß. Ach, nicht so wichtig. Ich glaube, ob es da auch eine Story dazu gibt zu dem Spiel. Gut, ist jetzt nicht so wichtig, ne? Also. Mein. Man schießt einfach sinnlos auf alles und stirbt. Hauptsächlich stirbt man, aber gelegentlich schießt man auch was.
Was zu. Ach. Ist doch scheiße hoch sehen, ist das doch. Jetzt wollte ich den Schutz ausschalten. Schutz ausschalten. Was zu. Was war das jetzt? Das war der da, war das. Jetzt muss ich mal. Kurz das schauen, die kamen. Wo kamen denn die her? Keine Ahnung. Kommen wir von irgendwo da hinten, oder? Fast gewonnen. Fast. Hey, ich bin wieder so weit gekommen wie beim letzten Mal. Ja, es geht ganz schnell. Mhm. Fick dich ins Knie, Delfinio. Hey, guck mal, die Stelle kennen wir noch gar nicht. Oh, ich habe Schäden genommen. Schäden genommen. Ich kann gleich nochmal neu anfangen, glaube ich. Wenn man Schaden nimmt, kann man neu anfangen. Super, und ich kann auch nicht mitten in der Runde aufhören. Toll, was ist denn das für eine Scheiße? Weil wenn ich da aufhöre, habe ich nur noch eine Minute Zeit. Ja, und toll. Das heißt, ich muss eine Mission immer zu fertig spielen. Wenn ich keine Zeit mehr habe, dann, ja. Habe ich halt Pech gehabt, ne? Super Spiel. Ist natürlich total zum Let's Playen schon mal geeignet. Ja, finde ich auch. Gibt es auch irgendeinen Unterschied, welchen Fahrer man nimmt? Also jetzt. Weil der hat auch nicht viel mehr Schilder als der vorherige. Streut sich nur wegen beschissener höchstens. Ja, ich weiß, dass ich das einsammeln muss. Ich spiele das jetzt nicht zum ersten Mal gerade, ne? Sondern ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Warum kriege ich jetzt wieder ein Gold? Ich verstehe das System nicht. Vor allem habe ich. Ach, leck mich.